So, jetzt mache ich mich mal dran. Ich habe jetzt ein Röhrenradio auseinandergenommen, also den hier. Und da möchte ich die Elkos tauschen, weil die Elkos riskant sind. Der erste große Elko ist der da. Und der hat, ich glaube, 385 Volt. Was sieht man hier schlecht? 385 Volt und 50 und 50 μF. Gut, den großen lasse ich aber jetzt erstmal noch drin. Dann einen kleinen Elko hier an der Seite. Das ist die Ton, die Audio-Einstufe. Hier ist ein Elko. Und hier ist ein Elko. Und den nehme ich jetzt mal raus. Die zwei Elkos. Um den Elko rauszunehmen, muss ich den mal auslöten. Und den Elko da hinten löte ich auch mal aus. Weil ich denke mal, dass die, also der und der, irgendwo einen Feinschluss hat, weil die schon sehr alt sind. Ja, das ist die Endstufenrate für den Lautsprecher Endstufe. Dann ZF-Verstärker, nochmal ZF-Verstärker. Das ist UKW-Empfangsröhre. Aber ich denke mal, dass, ja, ich tausche die mal aus. Bevor man die tauscht, merken, wie die drin sind. Hier sieht man, dass Plus hier ist. Also da ist der Plus-Anschluss und da hinten der Minus-Anschluss. Und dann kann ich die da mal auslöten. Da habe ich den Elko dann. Hier steht drauf nur 50. Ich denke mal 50 Volt und 25 μF. SP 5025. Dann suche ich jetzt mal einen Elko, der 25 μF hat, sowas und 50 Volt aushält. Das 44P weiß ich nicht, was es ist. Das ist ein Valvo-Elko, ein alter. Mal einen 5025 suchen. 50 Volt, 25 μF. Oder ist es vielleicht 50 μF, 25 Volt? Ich guck mal. Also eigentlich würde ich sagen, es wären 50 μF, 25 Volt. Das ist aber auch 50 Volt 25 μF sein könnten. Habe ich jetzt mal einen Kondensator rausgesucht. Die hat jetzt 50 Volt 22 μF. Passt fast zu 25 μF. Löte ich mal den ein. Der ist auch nicht viel größer. Ja, den mal einlöten. So, der neue ist eingelötet hier. Und die Drähtchen abgezwickt. Da oben Plus. Da unten Minus, auf die Pullung achten. Jetzt der da, der hat hier Plus und hier hinten Minus. Tausche ich mal den aus. Den auslöten, da mal anschauen. So, jetzt habe ich den Kondensator noch rausgeholt. Gut, meine Finger sind ziemlich schmutzig, weil das Radio auch schmutzig ist. Und zwar, der hat 8 μF plus 50 μF plus 50 μF. Jetzt kann man es auch genau lesen. 350, 385 Volt. Von minus 25 bis plus 70 Grad geht hier. Und hier steht RT, also rot 8 μF außen. Dann hier gelb 50 μF und grün 50 μF. Das heißt, der rot ist hier, der hat 8 μF. Der grüne und der gelbe jeweils 50 μF auf Masse nach außen. Und das Ding hat 6 Anschlüsse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und der siebte ist umgebogen. Also außen ist Masse. Und dann die Farben kennzeichnen die drei Kondensatoren. Es sind drei Kondensatoren in einem. So, 50 μF habe ich nicht. Ich habe hier einen 350 Volt, also einen 10 μF Elko. Und dann habe ich hier 400 Volt 100 μF. Zwei Stück. Und ich werde jetzt einfach die 400 Volt 100 μF da einlöten. Die zwei 400 Volt 100 μF werde ich hier hinsetzen. Da war der große Kondensator hier. Also die ganzen Kunststofffolienkondensatoren wie der da oder der da oder der da, die werden eigentlich nie kaputt. Die immer kaputt werden, sind die Elkos. Ich habe jetzt da den Elko getauscht, dann den Elko hier auf die Rückseite gelötet und da werde ich jetzt die zwei 400 Volt Elkos noch anschließen. So, jetzt habe ich da zweimal 100 μF 400 Volt drin. Und genau waren 2x50 μF 400 Volt drin. Ich hoffe, der Einschaltstrom ist jetzt nicht zu hoch bei denen. Nicht, dass mir ein Gleichrichter durchhaut. Aber theoretisch müsste es gehen. Und jetzt mal gucken, ob das funktioniert. Also 2x100 μF. Und unten 1x10 μF. Okay, mal testen. Jetzt funktioniert es. Also, es brummt nichts mehr. Glaubt man hört's.
dass das Blumen so gut wie weg ist. Durch den Tausch der 2, 3, 4 und 5 Kondensatoren, den habe ich auf die andere Seite, brummt nichts mehr. Ich habe die Spannung am Kondensator mal gemessen, das waren 225 Volt. Mit so viel Spannung läuft er nicht mal. Der Trafo ist auch okay, die wird schön lauwarm, aber nicht heiß. Die Röhre heizt am meisten, die Audio-Endstufe mit Vorstufe. Dann das hier müsste ZF-Verstärker sein und das hier auch. Also die, dann das, dann die, dann das und dann Audio. Ja, und das hier ist das UKW-Empfangsteil. Da hinten, hier. Und auch mit einer Röhre drin. Also wird 1, 2, 3, 4 Röhren das Radio. Dann hört sich auch ganz gut an. Ja. Okay, es geht auf UKW schon sehr gut. Das war's dann. Dann baue ich das Radio wieder zusammen. Okay, Radio funktioniert. Ja. Der Kondensator, woran man auch noch merkt, dass der kaputt ist. Ich habe ihn schon mehrmals kurz geschlossen. Und wenn ich jetzt ihn messe mit Multimeter, also ich nur keinen Kurzschluss machen, sonst knallt das wieder. Ich messe ihn jetzt mal. Ups. Ich habe da immer noch Spannung drauf jetzt, die lädt sich immer wieder auf, obwohl ich ihn schon oft kurz geschlossen habe. Habe wieder hier 43 Volt oben. 42 Volt, okay, jetzt entlädt ihn das Multimeter. Aber ich habe immer noch 40 Volt oben. Mal am anderen Pin messen, das war der 8 μF Öko, mal an den messen, habe ich 48 Volt. Der Kondensator lädt sich immer wieder von selbst auf. Und der Innenwiderstand vom Kondensator ist echt, ja, schlecht. Also sehr hoch.